Wenige Tage vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA hat Präsident Donald Trump seine Drohungen gegen Migranten noch ein weiteres Mal verschärft. Angesichts der durch Mexiko Richtung USA ziehenden Flüchtlinge kündigt er indirekt den Einsatz von Schusswaffen durch die Armee an. Das sind in vielen Fällen harte Kerle, viele junge Männer, kräftige Männer und viele Männer, die wir vielleicht nicht in unserem Land haben wollen. Wir werden es nicht hinnehmen, dass sie Steine auf unser Militär werfen. Unser Militär wird zurückschlagen. Ich sage unseren Soldaten, seht es als Gewehr an, wenn sie Steine werfen, so wie auf mexikanisches Militär und Polizei. Ich sage, seht es als ein Gewehr an. Trump hatte am Mittwoch bereits einen massiven Ausbau der Militärpräsenz an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Kommende Woche soll es nunmehr noch einen Präsidentenerlass geben, mit dem er das Asylrecht verschärfen will. Am Dienstag werden die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses neu gewählt, außerdem ein Drittel des Senats und die Gouverneure in 36 Bundesstaaten.